Hallo und herzlich willkommen zu Let's Show Space Engineers. Diesmal sind wir endlich auf dem Mond angekommen, und zwar beide. Ja, wir haben es ganz einfach gemacht, nämlich ganz einfach. Nämlich eine einfache Plattform mit Asteroiden in der Nähe, die wir ansteuern können, ohne allerdings ein Raumschiff. Das heißt, wir müssen erstmal noch eine Weile so rumkommen. Was wir brauchen, ist, glaube ich, Eisen, alles, was man braucht, theoretisch. Ja, da unten ist Eisen, nur die Steine liegen im Weg. Muss man die wegsammeln oder? Theoretisch ja. Aber vielleicht können wir woanders auch noch leichter zugängliche Sachen finden. Sind nur noch 9 Meter. Aua, ja, von hier stimmt auch. Haben wir echt nur Eisen? Haben wir so viel Pech eigentlich, dass wir hier nur Eisen haben? Ja, siehste, guck mal. Hier haben wir doch ordentlich Masse. Das müsste Eisen sein, ja? Das ist richtig viel Eisen. Unterseite des Berges. Und hier haben wir was? Bist du da hingekommen? Ich bin geflogen, na super. Ich werde angerufen. Ich kann nicht. Ich werde gerade angerufen. Mein Vater ruft mich gerade auf Skype an. Ich muss ihm mal eben schreiben, dass ich in Aufnahme bin. Ich kann auch leider nicht aus dem Spiel raus. Das ist ja auch ein Problem. Ich hätte meinen Vater in die Aufnahme mit reinholen können. Theoretisch. Ich glaube, mein Vater hat mein Handy gar nicht an. Auf der Unterseite ist noch irgendwas. Ich glaube, das ist Eis. Du musst übrigens beim Bohren direkt Leertaste drücken. So, Wer ist das? Essen. Ja, natürlich. Zum Aufheben. Nee, Tee. Leertaste ist bei mir. Ist geändert? Nö. Ja, vielleicht schon. Bei mir ist es Leertaste. Weil ich das besser drücken kann als T. Während ich bohre. Ich bring ein bisschen Eis mit für die Versorgung der Welt. Am besten, die Taste kannst du auch am besten gedrückt halten, das ist am einfachsten. So, L. Ah, da ist noch ein bisschen was. Wenn du was in die Raffinerie packst, dann musst du die wieder einschalten. Wir haben ja kein Uran, deswegen. Theoretisch würde ich auch direkt zum nächsten Asteroiden fliegen und gucken, ob da Uran ist. Okay. Scheiße, das war der Sampler. Da oben muss ich hin. So, der Eis nicht. So, zack, Stein auch direkt hinterher. Kontrollfeld an. So, es wird Eisen produziert. Ich pack mal ein bisschen Eis in die Maschine hier. Also, geht doch. So, ich fliege mal zum nächsten Planeten. Und guck mal, ob da Dingensen ist. Wie ging das nochmal mit? So, ne? Nee. Also irgendwas schalte ich an und aus, aber ich weiß nicht, was es ist. Das ist es nicht. Oh Gott, ne, das auch nicht. Wo war denn das? Das war doch das, oder? Zur Info, ich versuche gerade bequem zu reisen. Da kann man die Trägheitsdämpfer nämlich deaktivieren. Da braucht man nicht die ganze Zeit die Taste gedrückt halten.
Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das geht. Z. Ja, natürlich. Welche Taste? So. Ihr seht jetzt irgendwo da unten links Tempo. Die liegt jetzt gerade bei 72. Die bleibt jetzt auch. Wenn ich jetzt Triggerdämpfer anmachen würde, würde das bremsen. Deswegen, also so kann man Energie sparen übrigens auch. Ich verbrauche übrigens auch keinen Sauerstoff, obwohl ich jetzt hier unterwegs bin. Warum auch immer. Man muss aber auch darauf achten, dass mein Hydrogen, das ist offenbar das Material fürs Brennen, das geht glaube ich auch aus. So. Denkt auch immer dran, ein kleiner Tipp, die Triggerdämpfer immer rechtzeitig einschalten, weil sonst klatscht ihr mit voller Geschwindigkeit, also mit vollem Impuls, in den Asteroiden rein und seid tot. Habe ich mitgelebt, musste ich selbst erfahren. Shadow, bitte nicht den Sender ausschalten, sonst weiß ich nicht mehr, wo wir sind. Okay. Also den Base Lone Driver. Ich würde hier dann ansonsten auch eine GPS-Sitzung machen, und wenn hier Uran ist. Und auch direkt Uran mitnehmen. So, ich glaube, das brauche ich gar nicht mehr hier. Das können wir entfernen. Wir brauchen keine Waffen, die können wir uns irgendwann selbst craften. Ich glaube, jetzt ist der Sensor ist aus. So. Die Geißelianer. Woher hast du das nochmal? Ich hab keine Ahnung. Doch, nichts. Keine Vorlage. Ich finde hier aber auch nichts, ehrlich gesagt. Doch. Uran! Ich hab Uran gefunden. Wir sind gerettet. Uran ist übrigens der Kernbrennstoff. Den müssen wir dringend raffinerieren. Den brauchen wir, um unsere Basis am Leben zu erhalten. Wenn Uran aus ist und wir kriegen es nicht raffineriert, können wir einpacken. Naja, okay. Deswegen würde ich sagen, heilige Scheiße, hier ist Jackpot. Das ist... Ganz viel Uran? Nee, ganz viel Eisen. Das ist fucking awesome. Ich bin ja auch gerade am Abbauen, also hier ist alles voll. Der Mann wird fast gleich wieder voll mit Eisen. Justin. Ich hab Uran gefunden. Geil. Sehr, sehr cool. Schon 2 Kilogramm Uran. Muss aber auch ein bisschen aufpassen, dass nichts wegfliegt, weil wir wollen ja nichts verschwenden von dem kostbaren Energieträger. Sofern wir, wenn wir irgendwann Silizium gefunden haben und dann die entsprechenden... Ja, ich habe Ahnung von dem, was ich sage. Und dann Energiezellen herstellen können, also diese Solarzellen, dann haben wir sowieso ausgesorgt. Solarzellen brauchen wir? Das ist das Ziel, um von Uran wegzukommen, ja. Uran brauchen wir später nur für Raumschiffe. Die laufen dann mit Uran sehr gut. Aber fürs Erste muss es mit der Basis auch klappen, deswegen achte mal auf die Energieversorgung. Geh mal ein bisschen in der Nähe der Basis? Ja. Bist du zufälligerweise bei der Basis? Ja, genau. Kannst du auf dem Kontrollfeld mal kurz gucken, wie viel Energie reicht? Die siehst du auf der rechten Seite dann. Kontrollfeld. Einfach mit Leertaste und dann kannst du kurz reingehen und dich hinsetzen und gucken, wie viel Energie noch reicht. Ich suche gerade das Kontrollfeld. Ist das dieser Stuhl? Jo, das ist der leere Das ist der mit dem roten Stuhl. So, Fuel Time 13 Minuten.
Okay, kannst du mal bitte was abschalten? Was wir nicht unbedingt brauchen. Was ist denn dort alles an? Sonst komme ich gleich. Huch! Bin voll gegen Uranbrocken geflogen. Sonst komme ich nämlich jetzt gerade zurück. Und setze mal hier so ein GPS-Signal. Der Oxygen-Generator, den brauchen wir nicht, oder? Mach den mal erstmal aus. Name. Uran. Wo macht man den denn aus? Moment, das ist Inventar. Städte. Vollpanel. 1. Schön. Kannst du dir die Position sehen, die ich jetzt gemacht habe? Moment. Use Conveyor System off oder. Nee, irgendwo ist ein blaues Signal. Ein GPS-Signal, was ich gesetzt habe. GPS. Da steht Uranerzstätte. Nee, das musst du dann wahrscheinlich einmal posten, damit ich das auch sehen kann. Okay, oder ist es einfach nur für mich? Hä, wo macht man das denn jetzt hier aus? So, ich komme übrigens jetzt gerade angeflogen. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich bin jetzt hier beim Kontrollpanel vom Oxygen-Generator. Toggle Block. Ist das ein und aus oder was? Conveyor System. Nee, warte, ich komm jetzt gerade vorbei. Wichtig ist, dass mach mal die Raffinerie riesens ist. Ja, ich weiß ja nicht wie. Block ein aus. Das hab ich doch gerade gefragt. Warum sagst du denn nichts? Du weißt, dass das Grundvoraussetzung ist, wissen, wie man was ausschaltet, damit man überlebt, ne? Wenn du im Raumschiff sitzt und dir geht die Energie aus und du weißt nicht, wie man was ausschaltet, dann hast du nachher irgendwann ein ganz großes Problem. Übrigens, ich bin noch 2 Kilometer entfernt. Ich komme jetzt gerade angeflogen. Oder ich sag mal angerast. Wir können übrigens auch mit ausgeschaltetem Triggersdämpfer so ein bisschen. Guck mal, ich kann jetzt mal hier hinfliegen. Dann seht ihr, dass die Sterne dann auch die sich dementsprechend in die andere Richtung drehen. Also man kann den Kurs korrigieren. Ich fliege mal ganz gerne etwas über der Basis rüber, weil damit ich nicht, wie man jetzt sieht, sonst Karacho volle Kanne aufschlagen werde. Das, was man ab und zu im Hintergrund hört, das Gedudel, das ist mein Handy. Siehst du, hat fast geklappt. So. Ich schmeiß mal Uran in die Raffinerie, das sollten wir dann. Krieg gerade einen Schreck, ey. Das sollten wir dann auf jeden Fall dann umtransferieren. So. Shadow, wo bist du? Ja. Ich bin im Eisenbergwerk. Stell dich. Gieß Shadow. Cool. Stell dich mal kurz hier neben hin, dann mache ich mal eben ein Foto von uns beiden. Wie kann ich. Moment. Ego-Perspektive. Ich muss mal eben kurz gucken, wie ich mich drehen kann. Warte mal, so. Nein. Dein Block. Modell exportieren, verschieben. Man muss doch irgendwie. Kamera Zoom, nächste Farbe, größte Farbe. Man muss doch irgendwie. F7. Ist das F7? Oh! Oh ja. So, und jetzt guckt mal in meine Richtung. Dann mache ich mal eben ein Foto und das schicke ich dann meinem Vater über WhatsApp. Das sieht geil aus. Erst mal winken können.
Genau, das war geil. So, und mit diesem Anblick sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ah, jetzt habe ich das hier zurückgeschaltet. Bis zum nächsten Mal. Habe ich doch schon gesagt. Nee. Doch. Ey, ich kann diese Stimme nicht machen. So. Ich weiß nicht, gibt es ein Endscreen für ein Let's Show, ne? 8. Solarpanel. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0.